Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 70 von Dwarf Fortress mit dem Phobos Grafikpack und dem Therapist. Ja, sind wir wieder drin in unserem Spiel. Letztes Mal hatten wir ja den Bärelefanten da. Hier liegt schon jemand. Da ist noch jemand. Und hier sind auch noch zwei. Die vier sind also wahrscheinlich alle dabei gestorben, wo sie sich gegen den verteidigt haben. Leider. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir noch unten ein paar Särge haben, dass wir die beerdigen können, die armen Kerle. Und da ist jetzt hochgesprungen, Girls to a Baby. Ist jetzt nicht so entscheidend, ne? Gucken wir noch mal gerade hier rein. Hier ist alles besetzt. Und auf der Seite auch. Ja. Dann gucken wir mal hier noch hoch. Ja, da sind auch alle. Das heißt, wir haben keine Plätze mehr frei. Das heißt, wir müssen hier neue Grabungen tätigen, beziehungsweise hier können noch ein paar Särge hin, ne? B und N war das, aber nicht das große N. Shit, das war ein kleines N. Needs Coffin. Okay, da sind keine gemacht worden. Das ist schlecht. Da müssen wir mal reingucken, wo wir Coffins haben. So, die waren ja hier unten, werden die ja gemacht. Q. Ja, es werden aber gemacht. Genauso wie Türen gemacht werden. Gucken wir mal gerade, der Steinmetz steht da ja in der Tür. Was der denn macht? Achso, der ist gerade weggelaufen. Aber da kommt einer und holt eine Tür. Okay, der macht gerade Türen wahrscheinlich dann, ne? Dann müssten wir mal aufs Lager gucken. Da oben sind Türen genug drin. Und Betten sind auch genug da. Aber Coffins fehlen uns gerade. Und andere Sachen haben wir auch reichlich. Da war jetzt keiner drinne. Ja, gut. Dann müssen wir noch abwarten, bis da was passiert. Was machen wir dann? Ach so, wir müssten erstmal wieder eine Squad einrichten, ne? Dann gehen wir mal hier hin, oder? Da ist noch einer drin. Okay, dann wollen wir mal. Wir brauchen jemanden, der diese Position übernehmen kann. Entschuldigung. Dann sollten wir diesen hier vielleicht erstmal rausnehmen, ne? Und dann vielleicht da oben anfangen, oder? Sehe ich das falsch? Aha, das ist da eben anders gewesen wie hier. Hier geht das. Gut, dann müssen wir hier erstmal anfangen. No relevant skills. Novize Spear Dwarf. Der kommt da sofort hin. Da haben wir noch einen Swords Dwarf. Noch einen. Noch einen. Da haben wir Marks Dwarf. Mace Dwarf. Marks Dwarf, Hammer Dwarf, Mace Dwarf, Hammer Dwarf. So, ich glaube, wir sollten das erstmal so lassen. Schedul ist Training, einmal nicht. Okay, dann passt. Können wir so lassen, denke ich mal. Gut, dann haben wir das erstmal. Ach so, die Squad müssen wir vielleicht noch aktivieren. Nee, ne, oder? A. T ist Schedule Training, ne? Inaktiv Schedule. Okay, passt. Dann können die da üben. Ich will hoffen, dass sie das auch tun. Im Trainingsraum ist aber keiner. Tja, müssen wir gucken. Und da unten waren die Türen, ne? Da kommt der Nächste und der bringt da die Tür weg. Jetzt haben wir irgendwie. Na, er kommt wieder mit dem Stein und macht wahrscheinlich wieder Türen, ne? Ja, genau so ist es.
Tja, da können wir da unten schon mal Türen setzen, ne? Weil hier ist ja noch eine. Und da ist auch noch eine. Sonst sind sie alle da, die Türen, ja. Gut. Andere Etage geht jetzt nicht, oder wie sehe ich das? Nee. Da sind Türen vorhanden, obwohl da weiß ich nicht, da liegt aber was. Da sieht es auf jeden Fall erstmal gut aus. Hier unten sind auch schon alle Türen. Und nach oben, na, jetzt ist wieder irgendwas passiert. Im Busch. Okay, da ist aber Pause reingegangen. Da oben sieht es in der Küche auch so aus, als ob da keine Türen sind. Okay, die trainieren da gerade, sehe ich schon. Das ist schon mal was Gutes. Dann gucken wir nach dem Ambush. Okay, da ist schon einer. Dann machen wir S, A und K. Und dann muss der schon mal dran glauben. Und da raus ein V und ein F für Follow. Macht er jetzt Follow? Ja, ne? Ja, nur Leertaste müssen wir noch drücken. Okay, da sind noch zwei. Ja, Interrupted, super. Jetzt ist das aber wieder weg, das Follow. Finde ich echt doof. Muss ich erstmal ins Squad rein und gucken, wer das ist. Eigentlich ist es auch total egal, wer das von denen ist. Hauptsache, wir haben einen da erstmal dran, aber der war es sogar, glaube ich. Und dann wollen wir dem ja noch folgen. Und dann geht's weiter. So. Da wird er angegriffen, aber jetzt sind unsere Leute auch da. Und verteidigen da was oder eher nicht? Schwierig, ne? Wo ist denn die Squad, ha? Huh? Stopp mal. Nee, das war M, nicht B. Alle schon niedergemetzelt? Das ist nicht gut, was da gerade abgeht. Sind das hier unsere letzten Leute jetzt, oder was? Tatsächlich. So. Der nächste kommt, der nächste Angriff. A. Und da. K. Und Escape. Und jetzt mal gerade U. Wir haben nur noch 13 Leute, okay. Na dann mal los. Da kommen jetzt welche. Ja, da ist einer alleine am Kämpfen jetzt. Und der hat keine Chance. Der ist platt.
Wie viele Leute? 12. Die richten jetzt gerade ein Bootwart an, denke ich mal. Können wir noch irgendwas retten? Ich glaube nicht mehr, ne? Ja, bleibt ja eigentlich gar nichts anderes übrig, wie zu sagen, alle Mann an die Front, ne? Was soll man da sonst noch machen? Tja, auf geht's. Ja, ein Diplomat ist unhappy abgehauen, ist auch gut. Tja, da sind gerade auch wieder zwei gestorben. Da oben läuft noch der Book Record Keeper lang. Und, nee, der lebt noch, weil sie jemand anders zuerst attackiert haben. Ja, da ist einer für eine Woche abgehauen. Wir haben noch 6 Leute. Tja. Your strange has been broken. Das heißt, wir haben es leider nicht überlebt. Schade drum, ne? Saving World. Offloading Units. Ja, ich glaube, wir haben leider diesen Kampf verloren, aber ich bin der Meinung, dass wir uns ziemlich gut gehalten haben, dass es gar nicht mal so schlecht war. Mal schauen, wie es weitergehen könnte. Ich weiß es noch nicht. Habe ich mir jetzt gar keine Gedanken darüber gemacht. Einfach aus dem Grunde, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass sowas passieren kann, weil wir bisher alle Angriffe ziemlich gut überstanden haben, ne? Und dass es diesmal jetzt so ausgegangen ist, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Gut. Ich hätte gern Kommentare darüber gehabt, ob ihr noch weitere Folgen davon sehen wollt oder nicht. Wäre schön, wenn ihr dazu schreibt. Und sonst wird's eine Pause geben und ich werde später wieder aufnehmen. Sofort, weiß ich nicht, höchstens ihr wollt es. Okay, dann sage ich erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.